Ja, das ist natürlich direkt mal eine richtige Ohrfeige halt, ne, am Anfang. Aber ich denke mal, wir haben uns dann zunächst mal wieder versucht, ins Spiel reinzukämpfen. Und dann kriegen wir natürlich einen Standard halt. Das war sehr unglücklich. Ich meine, ist klar, wenn es ein Eigentor ist, ist es immer sehr unglücklich. Und ja, einem 2-0 hinterherlaufen hier ist nicht einfach. Nein, der Luft darf nicht raus sein, weil wir hatten Mittwoch ein sehr wichtiges Spiel für den Verein, für die uns. Der DFB-Pokal, von da aus, ich mache mich jetzt keine Ausrede, dass jetzt Luft raus ist. Natürlich ist, ja, sagen wir mal, Kopf ist egal, wo Mittwoch, aber trotzdem, ich denke schon, dass es wir heute 1-4 Niederlage ist, zu höhere Niederlage für uns. Wir sind, Trainer hat uns gesagt, was hier kann passieren, dass wir muss alles von Anfang an, ja, hellwach sein, aber wir kassieren schon erste Minute Tor und dann, ja, das war schweres Spiel für uns, auch sage ich, Wetterumstände war auch nicht so richtig, aber trotzdem, ich suche keine Ausrede, war kein gutes Spiel von uns. Ja, natürlich, wenn man bei solchen Bedingungen früh in Rückstand gerät, dann gibt es denen natürlich Rückenwind und bei uns gibt es einen kleinen Knacks, auch psychisch, und ich denke, dass das schon eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ja, wir wissen schon, dass am Mittwoch ein wichtiges Spiel ist für uns, für Verein, für Fans, allem drum und dran. Aber wir wollten uns auch hier Achbau aus der Affäre ziehen und das ist uns leider nicht gelungen.